Ich habe noch eine Rechnung offen. Wir bekommen gegen einen Profi eine zweite Chance. Was, Dicker? Das ist Wahnsinn. Boah. Ey. Nein. Oh. Was ist hier denn los? Oh. Ich wusste es. Was geht, Freunde? Wir sind die Freekickers und ihr könnt es vielleicht im Hintergrund lesen. Auf der Tribüne steht Odense. Hätte mir das vorher einer gesagt, ich wüsste immer noch nicht, in welchem Land ich bin. Ich kann es euch sagen, wir sind in Dänemark. Das Geile heute am Video ist, wir bekommen gegen einen Profi, gegen den wir schon gedreht haben und gespielt haben und leider verloren haben, eine zweite Chance. Und das ist Sven Köhler. Komm rein, Bruder. Servus. Servus. Ich freue mich sehr. Ich habe noch eine Rechnung offen mit dir. Und da, ja, damit es nicht noch einseitiger wird, habe ich den Tim mitgebracht. Ja, ich bin gespannt. Für dich alleine hat es gereicht. Jetzt bin ich gespannt, ob es für euch beide reicht. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja gut, wir machen 5-Shot, dann noch so eine kleine 1-gegen-1-Sache und dann machen wir noch Penalty-Shootout. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, hör mal. Okay, ich so 100, 100, 160, 170 würde ich schätzen. Wir starten rein. Bist du ready? Ja. Top, let's go. Okay, ich habe mir schon überlegt, wenn ich Schnick, Schnack, Schnuck gewinne, wie die Reihenfolge ist. Deswegen starten wir. Ja, gut. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, und wie hast du es überlegt? Ich würde sagen, du darfst anfangen, dann Sven, dann mache ich den Schluss. Okay. Ja, gut. Okay. So, Sven, was sagst du? Erste Runde von Felix? Ich glaube, er weiß noch nicht, auf welche Qualität er trifft. Das ist ein guter Torwart. Ist ein guter Torwart, ja. Aber ich sag Maximum 2. Ich hoffe, dass Magnus einen guten Tag hat. Beim letzten Mal hast du ein bisschen gezittert, ne? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube, 5-Shot habe ich sogar gewonnen, kann das sein? Nee. Hab ich alles verloren an dem Tag? Alles. Echt? 5-Shot. Nee! No Bones. Ei, ei, ei! Und Lattenschießen. Der könnte sein. Der ist viel zu kurz. Stimmt. Sieht gut aus. Felix wird ja auch aus der Konzentrationsphase rausgenommen. Was konnten sie da hinten machen? Wackelt, aber ich meine, das ist jetzt kein Weltuntergang. Das sind schon die ersten Psychospielchen, ne? Ich sag, das ist alles abgesprochen. Ja. Du willst jetzt von mir hören, wie viele ich mache? Nee, wieso die GoPro nicht liegt? Nee, das kann ich dir nicht sagen. Oder wie du den Keeper einschätzt. Ich wollte gerade sagen, wir haben einen Profi-Keeper hier vom Verein bekommen. Der wird schon gut sein, der wird schon mal Handschuhe angehabt haben. Souverän. Oh, ist der spritzig, ist der spritzig. 2 von 2. Ja, ja, ja. Den hat er auf Sicherheitsvariante. Schön weggebaggert. Oh, den hält er fest, den hält er fest. Nein! Zwei ist schlecht. Stark angefangen, stark nachgelassen. Ein Freekick hätte schon reingemusst. Aber erst mal abwarten, wie die anderen schießen. 3 mache ich auf jeden Fall. Was war bei Felix los? Ja, ich hatte ja 2 gesagt und er hatte großen Respekt vor Magnus. Und was macht Magnus normal hauptberuflich? Ja, der ist Fußballer. Der ist Fußballer. Bei euch im Team? Ja, ja, der ist 2., 3. Torwart. Sehr jung noch, 18 Jahre alt. Ich glaube mittlerweile 19 Jahre alt. Und großes Talent. Da habe ich einen guten mitgebracht, aber ich habe es nicht erzählt. Goal oder No-Go? No-Go. No-Go. Ist ärgerlich. Letzten Moment noch rumgekriegt. Schön. Schönes Ding. Schön, schön. Sehr schönes Ding. Boah. Legt das schön da oben rein. Macht das schön. Ich habe gesagt, 3 mache ich. Starke Runde. Schöne Runde, schöner Mann. Klasse. Ich danke dir. Aber dann müssen wir noch mal checken, den ersten, ne? Also, ja, der war. Ich weiß ja nicht, ob hier die Witterung oder die Physik in Odense hier in Dänemark ein bisschen anders ist. Ja. Aber grundsätzlich, wenn der ich Ball glaube, so raus... durch den Wind war er vielleicht hinter der Linie. Okay. Ist noch mal... ja. Aber müssen wir. Wir haben ja extra eine Kamera, ne? Können wir noch mal prüfen. Ja. Team bisher? Ja, bisher. Also Felix 2, Sven 3. Also ich denke mal, normal mit 3 sollte ich auf jeden Fall auch mal nachziehen. 4. Ja, schauen wir mal. 3. Ich bin gespannt. Ich sag, der macht mindestens 3. Boah, richtige Ecke hat er. Ja, oh, macht er nicht. Das ist eine Katze. Das ist eine Katze im Tor. Oh. Stark. Macht er gut. Genauso wollte ich den zweiten eigentlich auch haben. Boah, guter Touch. Guter erster. Guter. Oh, super safe. Oh, er ist gerade noch so dran. Magnus, machst du super. Good safe, Magnus. Well done. 1 gegen 1, so ein bisschen überhastet. Ansonsten, ja, einen Freistoß an die Latte, dann am Schluss hält er halt richtig gut. Also. Der eine Freistoß hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Ja, der war nicht schlecht. Der hatte Qualität. Ja, es muss eine Steigerung her. Ziel ist 4. Ist hoch, ne?
Sehr hoch. Ja. Mit 3 bist du gut, aber es wird vielleicht nicht reichen. Ja, Sven hat ja auch schon 3. Ich sag, Sven macht auch wieder 3. Deswegen, der ist konstant, der Junge. Ja. Nicht umsonst Regionalliga-Spieler. Klar, was du. Lange gewartet. Oh goodness! Boah, der war geil! Starkrass, ey, ganz krass. Ich sag ja, Kaspar Schmeichel. Boah, Ficker! Das ist Wahnsinn. Hat auf jeden Fall jemand mitgebracht, der ein paar Bälle hält. Oh. Ach Junge, jetzt ist doch hier alles vorbei, Alter. Ja, hier musst du eine andere Qualität mitbringen. Was ist hier denn los? Verpiss dich mal, Konzi. Ja, schlechter Touch. Und schlechter Schuss gerade. Zwei Dinger hält er halt überragend. Was war das denn jetzt gerade im Tor? Magnus! Kann man mal klatschen, ja, wirklich. Auf jeden Fall. Aber er ist so bescheiden, ne? Er ist so bescheiden. Sagt gar nichts. 4 vorgenommen, 1 gemacht. Oh, nicht schlecht. Mama, ich wollte eine einschreiben, ich habe leider eine 4. Macht nichts. Ich glaube, ich bleibe bei der Variante. Das ist ein bisschen was anderes. Dann bist du gefährlich. Nee, ich kann beide Ecken schießen. Das weiß er auch, das ist das Problem. Wo ist der Anpfiff? Wo ist der Anpfiff? Beine zu, Beine zu. Er legt sich einfach irgendwann hin. Ja, ja, er muss halt oben bleiben. 2 von 2, machst du gut. Weiter geht's. Der ist weit. Der war nix. Stark. Ja, legt der immer schön da rein. Richtig gut. 3 von 4. Boah. Stark, schlechter Junge. Touch. Schlechter Touch. Aber dafür umso besserer Abschluss. Stark, Junge. Sehr gut. Richtig gut, wirklich. Runde. Warte mal kurz, Ausgangslage, du hast auch 2 gemacht, ne? Ich habe auch 2 gemacht, ja. Das heißt, du brauchst jetzt eine 4er-Runde, um auszugleichen. Nee, 5er. Mein Gott, ey, kommen wir hier nach Odense und, Ja, Respekt ist jetzt natürlich groß vor Magnus. Ja. Das muss man auch sagen, ne? Schon ein bisschen gestiegen, so der Respekt. Ey, der war schon immer da, du weißt, ein Profitorwart. Da muss jemand anpfeifen und dann... Ach so. Dein Das kannst du mir echt gut. Frank verladen. Oh ja. Jetzt ist es schwer. Jetzt ist es schwer. Oh ja, Magnus. Oh! Hat er Beine gegeben? Ja. Oh, boah, er hat es viel zu lange so gestanden. Es ist noch alles drin. Nein, zu hoch. Boah. Oh, selbst den haut er noch. Er ist auch lang, ne? Auch schon wieder dran. Ja. Junge, der hält alles. Trotzdem, danke fürs dabei sein. Ja. Sven, zweite Challenge, 1 gegen 1, werden wir dich richtig vor Probleme stellen, nicht so wie jetzt. Und ich mag das ja an dir. Dicker. Ich mag das an dir. Also ich sag ehrlich, er hat sich da aber auch einen Torwart mitgebracht. Also. Normalerweise drehen wir oft gegen Profitorhüter, aber sowas. Magnus, again, congrats. Respekt. Well oder? Done. Was sagt der Chef? 8 von 10 vielleicht. Ja, schon krass, ne? Ja, 8 von 10. Hätte ihn festhalten müssen, weißt du? Ja, klar, mit einer Hand. Ja, mit einer Hand festhalten. Ist auch ein bisschen mehr Grip haben. Ja, aber das ist Konzi. Kannst 10-0 gewinnen, 9 Tore, eine Vorlage. Nee, schon. Du musst ja auch Luft nach oben sein. Also. Ja, ja, stimmt. Ja, hast du recht. So, Leute. 1 gegen 1. Der Sven ist natürlich defensiver Sechser. Tim macht das hier offensiv schon gut. Oh. Und da habe ich den Ball. Lockt er stark. Guter Durchgang zum Warmwehr. Bist du bereit, mein Freund? Bereit geboren. Bei dir bin ich noch mal ein Tick aggressiver, weißt du, was ich meine? Okay, ich auch. Ein Tick aggressiver. Boah, voll reingelaufen. Schlecht. Du hast so einen Zucker gemacht. Ja. Und der hat mich so rausgebracht. Gerade irgendwie nicht so im Saft irgendwie. Die Beine sind gerade nicht, passen nicht zu meinem Ausreden werden schon gesucht. Aber ist auch die Luft hier, ne? Ja, ja, die Luft ist anders. Hier ist Nordsee. Ja, aber jetzt weiß ich, im zweiten weiß ich, wie ich das mache. Zweiten weißt du? Ja, aber jetzt weiß ich. Gerade war einfach 2. Gang ohne Bremse. Einfach buff, reingelaufen. Macht er auch stark, Alter. Das ist eine Verteidigungsmaschine. Jetzt müsste ich hier meine Beine schließen. Mit Ansage. Mit Ansage. Maschine, wirklich. Ja, ist halt extrem schwierig. Du hast halt nicht viel Platz, um Tempo aufzunehmen. Und er macht's halt auch gut. Stellt guten Körper rein. Ja, gut, mein erster war Quatsch. Jetzt muss ich mich steigern. Aber ist schwer aktuell. Ja, super, er macht's gut. Er geht immer weiter zurück. Er geht schon weiter zurück, ja? Soll ich dir einen Flugball spielen?
Oh ja. Oh, stark. Ja, ja. Da machst du nichts. Guter Kontakt. Ja, es macht dann halt auch stark. Well done. Weißt du, was wichtig ist? Hm. Dieser kleine. Dieser Zipper, ne? Und ja, dieser kleine Chipper. Ja, weil du machst das. Der wäre gegen dein Bein gegangen, ja, ne? Ja. So, auf geht's, Tim. Oh! Ja, stark. Rechts, links, das ist es halt. Genau das wollte ich gerade auch machen. Machst du ja, stark. Einfach direkt schnell ein, zwei Kontakten Abschluss suchen. Da musst du auch mal sagen. Gut gemacht. Ja, macht er gut. Ah, wohin, mein Freund? Wohin, mein Freund? Nein! Jawohl, Junge! Stark! Und ich wusste es auch noch. Ich wusste es. Ach, Mann. Was habe ich mir da zurechtgedribbelt? Ey, wirklich. Ich habe schon gedacht, wie du hier gestanden hast und in die Kugel hinhergezogen, weil ich schon, oh, leck, jetzt ist es auf jeden Fall vorbei. Ich habe nur noch Zip-Zap gemacht. Nun macht er finderisch, aber hast mich gehabt. Ja, okay. Schau noch vor. Sudden Death Elfmeterschießen. Wer trifft, ist weiter drin, wer verschießt, ist raus. Ja, mach mal so. Ich würde sagen, du führst. Eigentlich hast du das Video ja schon gewonnen. Du hast jetzt gewonnen. Wir spielen weiter. Ich will aber, dass du anfängst. Ja, das ist gut. Du hast ja gewonnen. Was willst du noch? Deine Fans grüßen? Wen willst du grüßen? Nee, ich mach weiter. Ich will 3-0 gewinnen. Das ist mein Ziel. Ich bin gespannt. Soll ich anfangen? Ich warte auf den Pfiff. Oh, ein kleiner Italienischer. immer weiter. Die Rallye des Sven Köhlers kann jetzt schon vorbei sein. Du musst jetzt aber wirklich hoffen, dass wir beide verschießen. Ja, das wird schwer. Das rettet dich jetzt halt, ne, wenn wir beide verschießen. Das wird schwer. Ja. Links. Macht er gut. Du guckst aus, oder? Ja, ja, ja. Der eine Schritt. Stark. Ah, er zieht die Hand ein bisschen weg, Torwart. Tim, du darfst. Jan. Ja. Aus dem Kommentatorenteam, Sven Köhler. Frank Buschmann. Oh, oh, den hält er. Den hält krasser er. Krasser Safe, oder? Ja, den hält er stark. Krasser ja. Safe. Also heute haben wir zwei Torhüter. Die liefern, ne? Gutes Niveau. Die liefern. Krasser Safe von Jan. Ja. Er hat natürlich auch einen Zug dahinter. Deutsche Bahn. Glückwunsch. Glückwunsch. Danke. Glückwunsch. Dir auch zum Gesamtsieg. Hast du toll gemacht, wirklich. Danke, danke. Nehme ich gerne mit. War eine gute Sache. Also entweder wir kommen jetzt irgendwann nochmal wieder oder du wechselst halt und dann besuchen wir dich da nochmal. Ja, schauen wir je mal. Nachdem, ne? Vielleicht wäre Italien sowas. Madrid, Mailand, Hauptsache Spanien. So, Freunde, das war's. Wir haben uns auf einen weiten Weg nach Dänemark gemacht, um wieder eins auf die Mütze zu kriegen. Selbst ja, der Tim. Hat sich gelohnt. Tim hat nichts geändert an der ganzen Sache. Muss man auch einfach sagen, du hast es sehr stark gemacht. Und was hast du für einen geistkranken Keeper mitgebracht? Ja, danke erstmal. Und ja, das war meine kleine Geheimwaffe heute. Hat sich wirklich noch eingepackt und ja, Wahnsinnsleistung. Wir haben ja jetzt hier gedreht und ich freue mich ja jetzt schon geistkrank, wenn ich das Video selbst sehe, auf die Slow-Mos und boah, wie das alles aussieht, wie er die Bälle aus den Ecken gekratzt hat. Er hat wirklich zwei, drei Dinger aus dem Winkel rausgeholt und auch beim 1 gegen 1 so schnell Fuß draußen gehabt. Also wirklich komplett krass. Richtig Respekt. Komplett krass. Der Sven hat schon gesagt, sein Verein hier Odense hat jetzt mehrere Jahre hintereinander den Trikot-Award gewonnen, ne? Also fürs beste Trikot in Dänemark. Und ihr könnt dieses Trikot jetzt gewinnen, unterschrieben von Sven. Was ihr dafür tun müsst, ist einfach das Video liken und in die Kommentare schreiben, ob wir noch mal ein drittes Video gegen Sven oder eine dritte Challenge gegen Sven drehen sollen. Und wenn ja, welche Challenge, dass wir endlich mal gewinnen? Vielleicht ja Einwürfe oder keine Ahnung. Einwechseln. Ja. Ihr merkt schon. Bälle auf Pumpen. So, ihr habt gar kein Vertrauen mehr. Wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt, Trikot kann euch gehören, schicken wir euch dann zu. Und jetzt sehen wir uns beim nächsten Video.